Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, mit diesem Gottesdienst am Palmsonntag beginnen wir die heilige Woche, die Karwoche. Heute erinnern wir uns an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem. Jerusalem ist nicht nur eine Stadt, die weit entfernt von hier in Israel liegt. Jerusalem, das ist unsere Versammlung, unsere Gemeinde. Wir alle sind das Volk Gottes, die heilige Stadt. Jesus, der König des Friedens, ist bei uns. Er will uns den Frieden schenken, damit wir im Frieden miteinander leben können. Grüne Zweige sind Zeichen des Lebens und des Friedens. Jesus will uns Frieden und Leben schenken. Wir nehmen seine Geschenke an und loben ihn mit grünen Zweigen in den Händen. Wir hoffen, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Wir möchten mit Jesus Frieden und Leben in die Welt bringen. Wenn wir jetzt die kleinen Zweige und die kleinen Zweige segnen, sehen wir die dritte und vierte. Doch niemand ist auf diesem Tier gerettet. Bindet ihn los und schenkt ihn. Bye.
Singburg, Praktikantin und... Muss man beherrschen. Darf. Dinklage, eine Stadt in Südoldenburg, westlich von der Autobahn A1 gelegen, mit über 12.000 Einwohnern. Vor dem Eingang der Kirche St. Katharina steht die Statue von Clemens August Kardinal von Galen. Die Burg Dinklage war schon im Besitz der Familie von Galen. 1878 wurde Clemens August von Galen, der spätere Kardinal, auch Löwe von Münster genannt, auf der Burg geboren. Heute leben in der Burg die Benediktinerinnen der Abtei St. Scholastica. Die Wege rund um die Burg laden auch zu einem Spaziergang ein. Und danach ins Klostercafé der Burg Dinklage.
Unweit der Burg steht die Burgkapelle St. Augustin, die auch für Besucher geöffnet ist. Jetzt befinden wir uns in dem Burginnenhof. Möge unsere Verbundenheit immer mehr wachsen. Die Klosterkirche, oder auch Scheunenkirche genannt, 1961 wurde die ehemalige Scheune, die in der Burgmitte liegt, umgebaut. Jedes Jahr am 14. März treffen sich junge Leute vor der Burgkapelle zu einer Prozession. Eine Aktion, die das Anliegen des Kardinals in uns wachhalten soll. Ich freue mich, dass ihr heute Abend hierher gekommen seid nach Dinklage an den Geburtsort des seligen Kardinals Graf von Galen am Tag 1 mit Papst Franziskus. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid und entschieden habt, wir wollen heute Abend hier ein Lichtzeichen sein. So heißt diese Aktion, die wir jetzt schon seit knapp 8 Jahren hier im Offizialratsbezirk Oldenburg immer durchführen, seit der Seligsprechung von Kardinal Graf von Galen, der hier aus Dinklage kommt. Viele Dinklager sind da, herzlich willkommen, liebe Dinklagerinnen und Dinklager. Aber ganz besonders begrüßen wir natürlich auch unsere Bannerabordnungen hier im Landesverband Oldenburg, die Mitgliedsverbände des BNJ. Oh.